Also kinderfreundlich sollte, also gibt es eigentlich nicht. Kinderfreundlich, das ist so wie die Tankstellen auf dem Autobahn, ne? Da gibt es immer so ein kleines Ding da oder da für Kinder. Das ist so kinderfreundlich. Aber kinderfreundlich ist für mich kein gutes Wort. Okay. Aber Kinderperspektiv ist sehr wichtig. Und das haben wir eigentlich vergessen. Was bedeutet das? Mein Beispiel ist immer eine Geschichte ist in Dänemark passiert, letzte Frühling. Ein Junge, 3,5 Jahre, war mit seinen Eltern im Wald und viele andere Menschen und ist er weg, er ist verschwunden. Und niemand kann ihn finden. Und es ist Panik und Polizei und Helikopter und alles Mögliche sucht dieses Kind. Nach 13 Stunden findet man ihn. Das heißt, das ist zufälligerweise ein Wanderer. Trifft der Junge und er ist okay. Es war Mitte März, ein bisschen kalt, aber er hat's geschafft. 2 Tage später besuchen Fernsehen sein Elternhaus, reden mit den Eltern und fragt der Junge: Wie ist das passiert, dass du verschwunden warst? Und er guckt die an ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuldgefühle und ganz klarer Stimme sagt er: Ich war nicht weg, meine Mutter war weg. Das ist Kinderperspektive. Und diese Perspektive hören wir sehr selten. Wir sind sehr, auch als Eltern, nicht sehr neugierig. Das haben wir auch nicht so gelernt als Eltern, ne? Also es Nein. war immer so, dass man sich anpasst als Kind. Ja. Das ist ja das, was meine Generation noch Ja. so mitgenommen hat oder gelernt Und das hat. heißt ja, wir, die Erwachsenen, haben den ganzen Definitionsmarkt. Wir interessieren uns eigentlich nicht dafür, wen bist du eigentlich? Wir sagen dir, wen bist du? Das waren einige Gedanken. Was denken Sie? Verbinden Sie das für mehr Anschwung.